So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's wieder weiter mit dem Umbau vom Studio. Im letzten Video haben wir hier den Tisch ja fertig gemacht und ist mega, mega geil geworden. Jetzt haben wir uns noch Gedanken gemacht, was wir mit dem Tisch machen, weil wir wollten es erst so lassen, dass der Flo da arbeiten kann, ich hier produzieren kann. Jetzt haben wir uns dazu entschlossen, dass wir den Tisch einfach drehen. Das werdet ihr aber im Video dann noch sehen. Das heißt, dass der Flo dann so... Sieht bestimmt lustig aus, oder? So, wenn er so vor der Wand sitzt. Aber so haben wir dann wieder ein bisschen mehr Platz und können auch dieses Regal als Regal festmachen. Und ich würde sagen, Leute, wir starten hier unten zum Beispiel. Das wird sehr nicht cool. Viele, viele Kabel. Da werden wir einiges zu tun haben, weil ich bin echt der faulste Mensch, wenn es ums Kabelmanagement geht. Wenn ihr ein paar Ideen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir starten. Viel Spaß mit dem Video. Let's go! Dieses ganze Zeug hier, MIDI-Keyboard, Boxen und so weiter, Bildschirme, kommen heute auf den Tisch. Wie vorhin schon gezeigt, die Kabel müssen wir auch noch sauber verlegen. Wir haben uns auch überlegt, dass wir hier irgendwo zwei oder drei Löcher bohren für die Kabel dann zur Durchführung. Flo spielt schon wieder irgendwie rum. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt auch überlegt, dass ich die Boxen dann auf den Tisch stelle, weil diese Füße, ich hoffe man kann es sehen, diese Füße passen jetzt links bzw. rechts und links nicht mehr hin. So Freunde, also wie gesagt, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir den Tisch jetzt so lassen. Das Problem wird nur sein, dass wir halt jetzt nicht mehr mittig mit den Absorbern sind. Aber ich wollte eh noch mehrere hinkleben. Und ob das jetzt so geil ist, weiß ich auch nicht. Weil wenn wir den Tisch jetzt dran schieben, hast halt hier wieder so eine Ecke nur. Das war davor schon geiler, gell? Wir haben jetzt den Tisch, also den neuen, so mittig wie möglich platziert, also zu den Absorbern. Flo baut schon mal die Bildschirme auf und hier haben wir jetzt noch ein bisschen Luft gelassen. Das heißt, hier können wir dann auch irgendwelche Kabel verlegen, falls wir mal Strom brauchen, weil ich hier halt erst eine Steckdose habe. Dieses Regal haben wir uns dazu entschlossen, dass wir es auch noch wegtun. Flo baut jetzt, wie gesagt, mein Setup schon auf. Keyboard, alles kommt rüber. Hier wird dann der Flo sein mit seinem Laptop, wenn er mal irgendwas arbeiten will. Und hier, Leute, Junge, sieht das geil aus. Mein Audio-Interface kann ich jetzt hier so hinstellen. Ich würde sagen, wir greifen mal das größte Problem an. Und zwar das hier. PC inklusive Kabel. Muss ich alles wieder neu verlegen. Und dann hoffe ich, dass ich heute mal wieder starten kann. Weil ich habe, bevor wir hier angefangen haben, noch ein Video abgedreht, beziehungsweise nicht fertig gedreht. Jetzt hoffe ich, dass wir es heute noch schaffen, dass ich das Video dann auch noch fertig machen kann, weil das war eine kleine Reaction auf ein Video. Deswegen, Leute, wir fangen an mit den Kabeln. Falls ihr irgendwelche Ideen haben solltet, was man da alles machen kann, weil wie gesagt, ich bin echt sowas von faul, wenn es ums Kabelmanagement geht. Wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare. So, jetzt habe ich auch mal die Möglichkeit, meinen PC mal ein bisschen abzustauben. Ja. So viel zum Thema, wir arbeiten heute. Ich habe hier noch extra für Boxen so Schaumstoff. Das heißt, ich stelle die so hin. Kommen die Boxen drauf. Alter, sieht das geil aus! Also kann ich auch nur empfehlen, KRK, beste Leben. So Freunde, wieder Planänderung. Boxen doch nicht auf den Tisch, sondern wieder hier auf diese Füße. So bloß. Ja, so, macht ja nichts. So. Dann tun so rein und dann kannst du hier oben die Platte auch noch drehen. Komm schon! Jetzt wohl. So, das hier im Winter. Warte, so, das ist ungefähr perfekt, Leute. So will ich es machen. Das sieht doch gut aus. Jetzt machen wir die zweite Box auch noch hin. Hier haben wir ja noch Platz. Ich
Ich wollte eigentlich hier noch so ein, beziehungsweise mein Mikrofon, gut sieht man gar nicht, hier mein Mikrofon noch hinstellen. Muss ich mal schauen, ob das alles so klappt. Also heute ist komplettes Chaos. Ich habe mir das auch viel einfacher vorgestellt. Obwohl, das sieht jetzt schon so geil aus, Leute. Aber hier kommt das größte Problem noch. So, jetzt sind beide Boxen dran. Leute, was sagt ihr? Moment. So kann man sehen. Boah, sieht das krank aus. Allein hier mit dem weißen Bildschirm. Gut, den stelle ich jetzt hier noch in die Mitte. Der kommt noch weiter rüber. Großes Problem. Ich hoffe, ich finde hier noch einen Überblick. Was ist denn das hier alles? Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen durchwuseln und dann bringen wir dieses gute Stück mal wieder in Gang. Zwei Stunden später, wir haben es jetzt einigermaßen hinbekommen. Kannst du mal kurz zeigen, Flo? Und trotzdem noch ein kleines Problem, also es sieht natürlich immer noch schrecklich aus. Das einzige Problem ist nur, das Stromkabel für diese Box, also für die linke, ist viel zu kurz. Muss ich mir noch was einfallen lassen, rechts hat es geklappt. Bloß der Tisch ist einfach ein bisschen zu breit, oder was heißt zu breit, die Kabel sind einfach zu kurz. Wir machen jetzt noch einen finalen Test. Ich hoffe, ich habe alles angesteckt. Mikrofon muss ich auch noch anschließen. Also da habe ich noch einiges zu tun. So, hier noch eine Schraube. Ich bin echt gespannt. Alter, ist das geil. Schau mal, wie viel Fläche man hier hat. So Leute, ich würde sagen, ich muss jetzt leider die Softbox ausmachen, weil ich da den Strom brauche. Und dann testen wir mal, ob es klappt. Sieht gut aus, Leute. Komm schon. Geil, ich habe wieder den Fehlercode. Nicht dein Ernst. Jetzt weiß ich auch warum. Pass auf. Machen wir mal ausmachen. Weil der hier so viel frisst. Zweiter Test. Bam. Ist doch ganz nice. Alter, ist das geil. Schau mal, was du da für Fläche jetzt hast zum Produzieren. Und wenn es mir zu weit weg ist, kann ich die Bildschirme immer noch herschieben. Eben. Weil hier habe ich auch noch Platz. Das war's jetzt. Finale Version ist es noch nicht, weil wie gesagt, Kabel müssen wir noch schauen. Bisschen dekorieren. Die LED-Strip muss ich noch anschmeißen und schauen, was ich hier anstecken muss. Hier unten sieht es immer noch katastrophal aus. Aber ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und schaut gerne beim Flo auf Insta vorbei. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und sonst, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Ideen habt, gerne her damit. Ich verabschiede mich. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.